Datenschutz ist gar nicht so schwer, habe ich das einfach mal genannt. Ach so, jetzt stehe ich vor meinen eigenen Folien. Gucken wir doch mal. Moment. Das Wunder der Technik funktioniert auch gleich. So, wer bin ich? Das Foto ist mindestens 10 Jahre alt. Dachte ich mir auch. ja, viele kennen mich unter meinem Nick Mirassi in der Open Source Welt. Den habe ich mir 95 angelegt, als ich ins IRC wollte. Der war einfach nur auf die Tastatur getippt und dann ging das los. Meine Eltern haben mir mal irgendwann den Vornamen Susanne gegeben, mit noch 2 anderen Vornamen. Und die hießen dann, oder eingetragen wurde ich dann unter dem Nachnamen Ebrecht. Irgendwann habe ich dann geheiratet, dann kriegte ich dann so registriert nochmal einen Nachnamen Holzgräfe. Aber im Grunde ist das nur ein Name. Als in den 80ern die Personalausweise elektronisch wurden, hieß es dann, Nachnamen dürfen nur noch 83 Zeichen haben. Und dann hatten einige Leute richtig Probleme. Dann wurden komische Abkürzungen genommen. Aber eigentlich geht es dabei immer nur um die Identifizierung, um die Identität. Um wer bin ich, welches Gesicht, welche Person steht eigentlich hinter dieser Bezeichnung. In meiner Firma bin ich dann 19788, das ist meine Personalnummer. Da wissen die auch, dass ich das bin. Also es geht eigentlich immer nur um die Identifizierung. Und unser lieber Staat oder unsere liebe Regierung hat halt mal so gesagt, okay, für Sie ist eine Registrierung, die machen das nach Name und Vorname und Geburtsdatum. So. Und wenn man heiratet, kriegt man dann einen anderen Nachnamen, wenn man will. Es gibt ein ganzes Formular vor, so eine ganze DIN A4-Seite, wie man anschließend heißen möchte. Ich habe Zusatzausbildungen gemacht zum Datenschutzbeauftragten und zwar dann auch noch zertifiziert für besondere Arten von Datenschutz, besondere Arten von Daten. Was das ist, kommen wir gleich zu. Noch eine zusätzliche Zusatzausbildung zu dem normalen Datenschutzbeauftragten. Ja, ich war immer schon Datenschutzaktivist. Das fing damit an, dass ich als kleines Mädchen in der Grundschule, ich war irgendwie zu Hause, meine Mutter war zu Hause und mein Bruder war nicht zu Hause, aber meine Mutter hatte von meiner Nachbarin gehört, dass mein Bruder eine Klassenarbeit wiederbekommen hat. Und dann dackelte sie los in das Zimmer meines Bruders und durchwühlte die Tasche und ich stand da und dachte, toll Mama, machst du das auch bei mir? Und da habe ich dann gesagt, nee, so ein bisschen Privatsphäre möchte ich haben. Habe ich so beschlossen für mich. Meine Mutter hat nie was von mir gefunden, weil ich ja dann wusste, wo sie sucht und habe das dann immer passend gar nicht mal zu Hause versteckt. Also ich fand das nur irgendwie nicht toll. Auf der anderen Seite bin ich ihr dankbar, dass es gemacht hat, weil da habe ich am eigenen Leibe erfahren, dass ich das nicht möchte, dass ich dann doch Privatsphäre haben soll. Ja, die meisten kennen mich aber eher so aus der PostgreSQL und MySQL und MariaDB-Welt, wo ich auch hauptsächlich als Consultant und Trainer unterwegs bin. Ich habe meine Doktorarbeit angefangen mit Big Data und Geodaten. Ja, Informatik habe ich mal irgendwann studiert, Versorgungstechnik habe ich mal irgendwann studiert, technische Zeichner habe ich gelernt. Ich bin 44 Jahre, also ich habe schon viel gemacht in meinem Leben und so weiter und so fort. So, zu mir selbst. Ihr dürft gerne Zwischenfragen fragen. Manchmal sehe ich das, wenn ihr euch meldet. Macht euch irgendwie bemerkbar. Ich kann natürlich keine individuelle Beratung geben, so hier in diesem Vortrag. Wenn meine Folien veröffentlicht werden, die haben keine alleinstehende Aussage. Bei Folien ist das immer das Riesenproblem. Wenn ich Folien irgendwo hinschreibe, dann kriege ich dann so 2 Jahre später, ja, aber das steht doch da in deiner Folie, aber das habe ich doch so im Vortrag nie gesagt. Das ist bei Folien immer die Gefahr, also die Folien haben keine alleinstehende Aussage. Twitter habe ich auch, habe ich mal hingeschrieben, wer ich da bin. Der Nick Mirassi war, als ich zu Twitter ging, schon von einem Japaner überlegt, deswegen ist es Mirassi Susanne. Häufig im IRC bin ich Mirassi, also ganz häufig bin Mirassi bin ich, aber bei Twitter halt nicht. Wenn es ein Japaner ist, dann ist es der Japaner. Mit dem Sie und dem Du halte ich das so, wer mich duzt, den duze ich zurück. Weil ich respektiere, auch wenn einer sagt, naja, ich finde das mit dem Duzen doof. Wenn mich jemand sieht, den sieht sich auch gerne zurück. Ich habe das mal noch gelernt mit dem Sie. So, jetzt kommen wir zum Datenschutz. Der Datenschutz in Deutschland für den nicht öffentlichen Bereich ist geregelt im Bundesdatenschutzgesetz.
Das Bundesdatenschutzgesetz hat auch einen ganzen Passus, den Abschnitt 2 für den öffentlichen Bereich. Aber der öffentliche Bereich ist darüber hinaus noch in den Landesdatenschutzgesetzen geregelt. Für den nicht öffentlichen Bereich gilt nur das Bundesdatenschutzgesetz. Da haben die Länder nichts Eigenes. Das Datenschutzgesetz befasst sich mit dem Schutz des Einzelnen. Den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten er nicht in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Also den Einzelnen zu schützen. Das ist ganz wichtig, da kommen wir später noch drauf. Mehrere ist dann was anderes. So. Das Datenschutzgesetz selber kennt auch keinen Unterschied zwischen den Informationen zu einer Person. Es sind personenbezogene Daten, also Daten, die auf eine Person sich beziehen, mit der man eine Person identifizieren kann, die zu einer Person gehören. Darum geht es. Das ist egal, ob es jetzt die Farbe meiner Schnürsenkel ist oder meine Unterschrift oder meine Anschrift oder Ähnliches. Das sind alles Daten, mit denen man eventuell mich identifizieren kann. Und das Datenschutzgesetz macht da keinen Unterschied. Ich persönlich empfinde es als schlimmer, wenn irgendeine Firma meine Unterschrift einscannt, als wenn sie meinen Namen haben oder meine E-Mail-Adresse. Das Datenschutzgesetz macht da aber keinen Unterschied. Und die Einzahl von Daten ist Datum, der Singular. Also wenn ich von Datum rede, ich versuche häufig das Wort Informationen zu verwenden, also Informationen zu einer Person. Es gibt im Datenschutzgesetz allerdings besondere Arten personenbezogener Daten, also die sind dann auch besonders zu schützen. Das ist der Paragraph 3 Absatz 9. Und da gibt es 6 Kategorien. Wenn es Informationen gibt, die in diese Kategorien fallen, dann gibt es da nochmal Sonderregeln, und das ist das, was ich halt mich darauf spezialisiert habe nochmal. Da ist das Ganze mit dem Datenschutzgesetz noch ein bisschen strenger. Es steht wirklich im Gesetz, die rassische und ethnische Herkunft, das steht da so drin. Also fragt nicht, was rassisch da bedeutet. Die politische Meinung, religiöse und philosophische Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit und Angaben zu Gesundheit und Sexualleben. Das ist nochmal besonders zu schützen. Gesundheit, Sexualleben, Gewerkschaft, religiöse und philosophische Überzeugung. Ja, es sind eigentlich auch 7, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind rassisch und ethnisch mit der Herkunft. Genau. Ja. Ich habe einen Verein, der trifft dann sowohl die Gesundheit als auch die politische Meinung. Das ist dann auch schön. Den ich so ehrenamtlich betreue. Ich habe bis vor kurzem 2 Parteien ehrenamtlich als Datenschutzbeauftragte betreut. Jetzt ist es nur noch eine. Und habe ansonsten noch einen Verein dabei und auch noch einen aus einer anderen Art, die ich nicht sagen darf. So, das ist auch was. Ich muss dann nirgends Mitglied sein oder so, wenn ich das so erzähle. Und ich darf natürlich auch nicht immer sagen, dass ich da Datenschutzbeauftragter bin, wenn das in die besonderen Arten läuft. So, jetzt fangen wir mal an. Die Erhebung von Daten ist grundsätzlich vom Betroffenen zu holen. Grundsätzlich. Es muss immer der Betroffene selbst gefragt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, das sind aber wirklich nur staatliche Stellen, die das dann gegebenenfalls dürfen. Ansonsten ist das grundsätzlich vom Betroffenen. Immer erstmal den Betroffenen selbst fragen. Die Einwilligung muss freiwillig und schriftlich geschehen, wenn ich Daten erhebe. Und zwar, wenn ich Daten erhebe, die über den Zweck, muss ich den Zweck dazu sagen, da kommen wir gleich auch zu. Aber die Einwilligung des Betroffenen muss immer freiwillig sein und schriftlich geschehen. Freiwillig heißt, dem Betroffenen darf dadurch kein Nachteil entstehen, wenn er Nein sagt. Und soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben. Das ist etwas, was die Froscon hier als Beispiel in ihren Call for Papers schön falsch macht.
Da wird, steht irgendwo drin, als dass, wenn ich ein Paper einreiche, ich damit rechnen muss, dass mein Vortrag per Videoaufzeichnung aufgezeichnet wird, also meine Person aufgezeichnet wird. Das muss aber besonders hervorgehoben sein, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich meine, ich weiß das seit Jahrhunderten, dass das so ist, dass sie sie aufzeichnen, aber es muss halt eigentlich besonders hervorgehoben sein. Es ist genauso ganz häufig, wenn Sie das Geburtsdatum speichern oder Ähnliches, das muss besonders hervorgehoben sein. Ansonsten ist es nicht gültig. Man findet es häufig bei Vereins- oder Parteisatzungen irgendwie so in den Kleingedruckten drin. Das ist nicht zulässig. Das muss besonders hervorgehoben sein. Das muss ins Auge stechen in der Satzung oder Ähnliches, wenn da irgendwelche personenbezogene Daten anderweitig erhoben oder verarbeitet werden. So, andersrum. Opt-in, Opt-out. Das ist nur mal so eine Erklärung, damit ihr wisst, was Opt-in und Opt-out bedeutet, weil man immer wieder das auch verwechselt und einige auch gar nicht wissen, was es ist. Opt-in bedeutet, ich muss explizit einwilligen, dass sie es dürfen. Das ist ganz häufig so, möchten Sie den Newsletter, da muss ich ein Kreuz setzen. Kennt ihr vielleicht alle. Das ist Opt-in. Opt-out ist, wenn ich dem Ganzen widersprechen muss oder wenn ich sagen, mich da austragen muss. Das ist das, was die Post ganz häufig früher gemacht hat mit den Nachsendeaufträgen. Wir leiten Ihre Daten weiter, da musste ich explizit ankreuzen, dass ich das nicht will. Das wäre Opt-out. Oder auch, wenn Sie den Newsletter, wenn man automatisch auf so einen Newsletter draufgeschickt wird, bitte klicken Sie hier, um den auszutragen. Das wäre Opt-out. Opt-out ist bei Newslettern auch eigentlich nicht zulässig, aber wir kennen alle, wir wissen alle, dass das beim Spam gerne passiert. Und dass man sich von Spam-Newslettern auch nicht abmelden kann, aber das ist eine andere Geschichte. nur, dass du wisst, Opt-in ist, ich willige ein. In, einwilligen, und out ist, ich muss mich austragen. Dann kann man sich das so ein bisschen merken, was das ist. Und der Datenschutz geht eigentlich dazu hin, dass es immer Opt-in ist und nicht Opt-out. So, das hat man schon. Die Aufsicht, es gibt Aufsichtsbehörden für Datenschutz. Das ist generell der Landesbeauftragte für den Datenschutz oder die Landesbeauftragte. Das Amt heißt TER, das ist also irgendwie auch so ein Witz. Obwohl es Bundesländer gibt, die Frauen als Datenschutzbeauftragte haben, das Landesdatenschutzbeauftragte, aber ihr Amt heißt dann Landesdatenschutzbeauftragter. Beim Bund ist es genauso. Den Bundesbeauftragten gibt es auch noch, aber eigentlich ist immer erstmal zuständig das Land. Außer für öffentliche Stellen, da kann das auch schon mal der Bund sein. Datenschutz versus Datensicherheit, das passiert mir sehr, sehr häufig. Ist nur Bundesgesetz. Genau. Ja, das ist ganz schön, weil das Gesetz ist Bund und die Aufsichtsbehörde ist Land. Beim Öffentlichen ist es genau andersrum. Das ist so. Genau. Ja. Ja, das ist so. Also wenn man dann eine Beschwerde hat, muss man immer an die Landesbehörde, selbst wenn der Dachverband vielleicht Bundesverband heißt, des Vereines, muss man trotzdem dann an die Landesbehörde. Wenn der Dachverband jetzt auch noch in Berlin sitzt, dann wäre zuständig, wenn die da irgendwo gegen Datenschutz verstoßen, die Landesbehörde von Berlin und nicht die Bundesbehörde. Aber wenn man dann die falsche Behörde macht, das habe ich mal gemacht, da hatte ich eine Beschwerde gegen eine öffentliche Stelle, habe ich die Landesbehörde angeschrieben und dann kriege ich dann so, nee, das ist die Bundesbehörde für zuständig. Also die sagen einem das dann auch im Notfall. Datenschutz versus Datensicherheit. Ich bekomme ganz häufig, weil ich ja in der IT bin, Meldungen. Susanne, da ist ein Datenschutzverstoß. Und dann muss ich dann sagen, nee, tut mir leid, das ist kein Datenschutzverstoß, das ist Datensicherheit. Datenschutz und Datensicherheit ist nicht das Gleiche. Der Datenschutz befasst sich, deswegen habe ich das am Eingang so gesagt, mit der einzelnen Person, den Schutz des Einzelnen durch Selbstbestimmung der Verwendung seiner Daten. Damit befasst sich der Datenschutz. Der Datenschutz ist auch eine sehr juristische Geschichte. Datensicherheit ist der Schutz aller Daten, egal ob elektronisch, auf Papier oder in Stein gemeißelt, die Daten sicher vor Zugang Dritter aufzubewahren oder Ähnliches, so sie nicht gehackt werden. Und das ist eher eine technische Geschichte.
Das ist der große Unterschied. Dann gibt es natürlich noch die IT-Sicherheit, die dann nochmal das Ganze nochmal gründlicher in der IT, in den digitalen Daten macht. Ja? Wie geht es auch bei Jugendlichen? Wie hängt es mit der Religionsfreiheit? Wie ist das zum Beispiel bei Jugendlichen, die dann einen Ausbildungsvertrag oder weiterführende Schule, einerseits Erziehungsrecht der Eltern, ob jetzt soziale oder biologische Eltern, wie weit hat denn der Jugendliche auch das Recht, sich selbst zu schützen? Jetzt sagt ihr auch Selbstbestimmung, dann hat also der 16- oder 15-jährige Jugendliche auch das Recht. Also bei Religion jetzt nochmal das Kirchenrecht? Ja, wie zum Beispiel, ja, das habe ich ja dann ab 14 Jahren Möglichkeit. Genau, genau. Und aber auf der anderen Seite, wenn ihr auf der Bild sitzt, als 17-Jähriger, bin ich auch in den Kirchen meiner biologischen oder sozialen Gruppe. Ja, aber ich kann trotzdem schon mit 14 sagen, ich will nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Ja, wie? Denn ich sage als Jugendlicher, als 17-Jähriger, ich möchte, dass meine Daten nicht erhoben werden. Und als Elternteil kann ich aber sagen, ich bin Erziehungsberechtigter, ich stimme über dich. Ich glaube, das ist, da jetzt gilt das Erziehungsrecht, ja. Ja, das bei der Religionsfreiheit ist es so, sobald der Jugendliche sozusagen schon bei seiner Persönlichkeit verfügen kann, das kann er ja zum Beispiel in ja. Ja. Ja, das ist Religionsrecht. Aber wenn es darum geht, dass Daten erhoben werden, irgendwo anders, außerhalb dessen, dann ist es wieder Erziehung. Also, ja. Ja, eben. Wenn die Eltern die Daten weitergeben, geben sie die Daten weiter. Da hat der Jugendliche leider wenig Chancen. Also, so, IT-Sicherheit hatte ich. Ja, Datensicherheit, da, die stehen hier draußen, irgendwo da vorne, ist das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Was auch, ich gehe nochmal eben zurück, die Ämter heißen, wo hatte ich sie jetzt? Da, die heißen Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit. Nicht Sicherheit, sondern Freiheit. Und das bei der Sicherheit heißt es dann Sicherheit und Informationstechnik. Das sind also auch zwei ganz unterschiedliche Ämter. Den IT-Grundschutzkatalog des BSI kann ich nur jedem ITler empfehlen, den sollte er kennen. Am besten, ja, zumindest in seinem Bereich auswendig, was er da so an Sicherheitsdingern, das sind sehr gute Tipps und Tricks drin und was man dann so an Sicherheit beachten soll. Und ich habe das BSI jetzt auch nochmal gefragt, ob sie wissen, wie man SSDs löscht. Hatten sie leider keine Antwort. Die Meldepflicht ist im Bundesdatenschutzgesetz, also wir gehen jetzt wieder zurück zum Bundesdatenschutz, meldepflichtig bei der Aufsichtsbehörde sind Verfahren automatisierter Verarbeitung. Automatisierte Verarbeitung heißt im Grunde elektronisch verarbeitet. Die sind vor der Inbetriebnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden, inklusive der Maßgaben von § 4e. Das ist das Verfahrensverzeichnis, da komme ich gleich noch zu. Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle einen Beauftragten für den Datenschutz hat. Die verantwortliche Stelle, sobald ich Personen, wir reden immer von personenbezogenen Daten jetzt hier, sobald ich personenbezogene Daten irgendwie erhebe, dann muss mir klar sein, wer die verantwortliche Stelle ist. Und es ist auch nur eine. Wenn ich einen Verein habe oder eine Firma habe, es gibt eine lokale Ebene, dann gibt es vielleicht noch eine Landesebene und eine Bundesebene und eine Europaebene. Da ist dann erstmal die Frage,
Wer ist denn die verantwortliche Stelle für die Daten, für die Personaldaten zum Beispiel? Bei Personaldaten ist es die Ebene, in der ich eingestellt bin, was oben auf meinem Arbeitsvertrag steht. Bei Vereinen ist es in der Regel die niederste, der Ortsverband oder wie das auch immer heißt, der Ortsverein. Also der Deutsche Sportbund, den gehen meine Daten erstmal nichts an, sondern den Ort, in dem ich wirklich Mitglied bin. Also da muss man sich ganz genau denken, wer ist denn eigentlich verantwortlich für die Daten? Denn wer verantwortlich für die Daten ist, haftet auch am Ende und der kriegt auch am Ende das Bußgeld. Bußgeld ist im Übrigen bis zu 50.000 Euro. Es kann bis zu 300.000 Euro Buß- und Strafgeld sein. Und wenn der wirtschaftliche Vorteil noch höher war beim Datenmissbrauch, kann es auch noch höher sein. Und 2 Jahre Freiheitsstrafe können da auch mit auf dem Spiel stehen. Die Meldepflicht entfällt ebenfalls, wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt und nicht mehr als 9 Personen mit der Erhebung oder Nutzung beschäftigt sind. Dann entfällt die Meldepflicht. Nur die Meldepflicht, da kommen wir gleich noch zu. Die 9 Personen tauchen gleich nochmal auf. Immer meldepflichtig, also man muss immer es der Aufsichtsbehörde melden, wenn personenbezogene Daten zum Zweck der entweder anonymisierten oder nicht anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- und Meinungsforschung erhoben und so weiter werden, verarbeitet werden. Also Markt- und Meinungsforschung muss immer gemeldet werden. Das ist auch egal, ob die einen Datenschutzbeauftragten haben oder nicht, das ist immer meldepflichtig. Das ist auch eine heikle Kiste, das ist auch nochmal eine Zusatzausbildung. Hören hier Markt- und Meinungsforschung, irgendwie Datenschutzbeauftragter, das ist auch nicht ohne. Das heißt, auch wenn ich meine Unternehmen Daten erheben und die teilweise von einem anderen Unternehmen weiterverarbeitet werden für mich, also in meinem Auftrag, dann ist es Auftragsdatenverarbeitung und dann ist der Auftraggeber verantwortlich und als Auftraggeber. Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass der Auftragnehmer die Daten nur im Sinne des Auftraggebers verarbeitet. Die Meldepflicht ist davon unabhängig. Das sind 2 Paar Schuhe. Das sind jetzt Äpfel und Birnen. Ja. Zum Zweck der Nein, zum Zweck der Ermittlung ist, wenn ich dir den Auftrag gebe, geh jetzt mal in die Innenstadt und erheb mal Daten. Für mich. Wenn du die nur für mich, für meine Geschäftszwecke vermittelst. So klassisch wäre diese Stände in der Innenstadt, die angeblich sammeln für Tier- oder Kinderschutz. Und die ja eigentlich nur Adresshändler sind und damit dann Firmen beauftragen und die sammeln dann die Daten nur zum Zweck der Übermittlung an diese Firma. Also ne, da bist du Auftragnehmer und nicht Auftraggeber, weil da ist das Ding andersrum. Und da geht es auch darum, also es geht nicht zu deinem persönlichen Zweck. Wenn du sie jetzt erhebst, weil du, was weiß ich, du gibst die Daten weiter an deinen Steuerberater, damit die Buchhaltung gemacht wird, das ist ja eigener Zweck. Also ne, die Übermittlung, aber nicht zum eigenen Zweck. So muss man das ausdrücken. Markt- und Meinungsforschung. Es geht meistens dann auch hier in die Markt- und Meinungsforschung, Adresssammlung und so weiter. Da ist das eigentlich, kommt das, rührt das her. Das heißt, wenn mein Hausarzt eine Praxis hat, wo weniger als 9 Leute rumlaufen, dann braucht er keinen Datenschutzbeauftragten und uns das auch nicht melden. Da kommen wir gleich zu, der Hausarzt braucht so oder so. So. Das kann ich vorwegnehmen, besondere Arten von, sobald es in die besonderen Arten geht, die brauchen immer einen. Auch wenn auch nur einer damit ist, die müssen immer, sobald die auch nur eine Excel-Tabelle aufmachen und den ersten Namen da reinschreiben, brauchen die einen Datenschutzbeauftragten. Also, ist zwar eine teure Sache, ist aber so. Weil ich nämlich sehe, ich habe hier das Verfahrensverzeichnis jetzt erstmal drin und dann komme ich zu dem Datenschutzbeauftragten. Das Verfahrensverzeichnis, das muss man eigentlich auch immer erstellen,
Was auch gar nicht so schwierig ist, die meisten Firmen scheuen sich davor, aber dabei ist das gar nicht so schwer, das einmal festzuhalten. Und das hilft einem eigentlich auch in der Firma selbst, mal festzulegen, wie mache ich das eigentlich. Das Verfahrensverzeichnis hat 9 Punkte. Die ersten 8 sind ganz einfach, oder beziehungsweise die ersten 8 sind die einfachen. Der 9. Punkt ist ein bisschen tricky. Ja, Punkt 1 kann man, glaube ich, ausfüllen. Punkt 2, verantwortliche Personen. Da geht es wirklich darum, dass beim Datenschutz natürlich, wenn dagegen verstoßen wird, da sind es ja Personen, die das verantworten und die muss man da eintragen. Die Inhaber, die Vorstände, das kriegt man auch alles noch raus. Und die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragten Personen, das heißt, das wäre bei der Personalabteilung der Personalchef, der da reinkäme, so als Beispiel. Ne? Oder im Support, der Supportleiter, der Manager, der oberste Chef, weil im Support habe ich ganz viele personenbezogene Daten von den Administratoren anderer Firmen, nämlich die E-Mail-Adressen. Ganz wichtig, Firmen-E-Mail-Adressen, wenn da mein Name drin steht, das ist ein personenbezogenes Datum. Listen sind es nicht, wenn ich jetzt so Vertrieb-Ad habe, das ist keine personenbezogene E-Mail-Adresse, aber sobald ich eine Person dahinter vermute, was ich bei Susanne Holzgriff oder sholzgriffe@firmenname vermute, ist es ein personenbezogenes Datum. Und meine Erfahrung aus dem Support ist, dass Sales-Leute, Vertriebler, wahnsinnig hinter diesen Adressen, E-Mail-Adressen von den Administratoren hinterher sind. Und wir immer den Auftrag hatten, wir dürfen die nicht rausgeben, weil die wollen natürlich mit den Administratoren der Firmen reden und nicht mit den Einkäufern. Und als Supporter habe ich dann die Pflicht, ich darf diese Adressen nicht weitergeben von den Administratoren, die habe ich zu schützen. Ganz wichtig im Support, niemals Sales-Leuten die Administratoren-E-Mails-Adressen geben. Die Anschrift der verantwortlichen Stelle, die sollte man also auch irgendwie rausfinden können. Man sollte schon wissen, die Adresse der Firma sollte man schon kennen. Ja. So, Zweckbestimmung. Irgendwie habe ich eine Folie übersehen. Die Zweckbestimmtheit... Ich muss mal einmal eine Folie zurück. Ich habe da irgendwie eine Folie nicht drin. Ganz vorne fehlt. Ja, da, die Grundprinzipien, die ist mir rausgefallen, die Folie. Ich gehe mal ein Stück zurück, sorry. Die Grundprinzipien sind mir nämlich entfallen und die brauche ich jetzt. Das sind die Grundprinzipien des Datenschutzgesetzes. Das ist ein Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es ist alles verboten, es sei denn, eine Betroffene willigt ein. Und wie gesagt, die Einwilligung muss dann schriftlich passieren und freiwillig. Freiwillig heißt, es darf kein Nachteil entstehen, wenn er dagegen spricht. Eine Direkterhebung, das heißt, es ist beim Betroffenen zu holen. Eine Zweckbestimmtheit. Es dürfen sowieso nur Daten erhoben und verarbeitet werden, für die es einen Zweck gibt, für die ich einen Zweck habe, einen Grund habe, das zu machen. Der Zweck muss benannt werden und ja, und ich darf nicht die Datenzweck entfremden. Ich habe da hinten noch ein Beispiel drin hinterher zur Diskussion. Die Zweckbestimmtheit beim Alter ist immer sehr schön oder beim Geburtsdatum. Es gibt so bei Parteien zum Beispiel, die wollen ganz gerne mal das Geburtsdatum wissen oder die müssen eine Altersüberprüfung machen, weil die eine Altersgrenze haben, ab wann man Mitglied werden darf. Das darf ich aber gar nicht speichern, weil das wird, wenn ich Mitgliedsantrag ausfülle und den persönlich abgebe, da weiß derjenige, der Vorstand, der es entgegennimmt, kann bei mir sehr einfach prüfen, ob ich über 18 bin oder über 16 bin oder nicht. Das sieht er. Da braucht er nicht mehr mein Geburtsdatum für. Das Geburtsdatum ist vielleicht bei Menschen wichtig, die so auf der Kippe stehen oder wo man das nicht glaubt. Aber auch da ist es einmal zeigen, einmal nachweisen. Speichern braucht man das nicht. Der Zweck ist damit erfüllt, also muss man es auch nicht weiter speichern oder vermerken. Nachdem er aufgenommen ist, ist klar, er ist mindestens 16 oder 18, wo die Grenze auch ist. Das Geburtsdatum wird zur Identifizierung der Person gebraucht, aber eine Mitgliedschaft ist noch nicht, da muss man die Person noch nicht für identifizieren können. Davon gibt es ja genau. Erstmal das und. Vielleicht beide noch.
mach mir meine Argumente nicht kaputt. Es gibt tatsächlich zur Identifizierung, ist bei strafrechtlich zu verfolgenden Sachen, bei der Verpflichtung auf Datengeheimnis brauche ich auch tatsächlich den registrierten Namen. Den brauche ich als Mitglied bei einer Partei auch nicht. Ich kann auch als Anna Müller da Mitglied werden, wenn ich nachweisen kann, ne, oder als Mirasi oder als Padelun oder was auch immer. Ist erstmal egal für eine Mitgliedschaft. Weil da habe ich erstmal nicht so unbedingt die strafrechtliche Verfolgung, dass ich da Mitglied bin. Direkterhebung, nehmen wir mal Zweckbestimmung. Ja. Den Senior-Jugendmüller aufgeschrieben, dann würde der nächste einfach Jugendmüller der zweite. Es ist ja bei so Mitgliedern auch noch so, man ist ja auch irgendwie persönlich bekannt. Zumindest in der lokalen Gruppe irgendwie. Ne? Ja, auch bei Parteien bist du am Ende eine Nummer, oder nicht? Ne, es ist ja, in der Regel bist du Personalnummer, Mitgliedsnummer, Kundennummer. Du bist ja in der Regel zur Identifizierung immer eine Nummer am Ende. Transparenz, mit Transparenz ist hier gemeint, dem Betroffenen muss der Zweck mitgeteilt werden. Mir ist also bei Software-Downloads manchmal nicht klar, wieso, wenn ich jetzt diese Software downloade, wieso ich da meine Telefonnummer angeben muss, mein Alter, meinen Namen oder Ähnliches. Der Zweck ist mir nicht klar, der muss mir mitgeteilt werden. Das ist Transparenz. Das ist jetzt ein schönes Beispiel. Erforderlichkeit, genau, ich darf halt nur Daten erheben, die ich auch wirklich brauche, die erforderlich sind für den Geschäftszweck oder den Organisationszweck erforderlich sind. Muss halt nachvollziehbar sein. Die Datenvermeidbarkeit, da sind wir in der Löschpflicht. Also Daten, es sollten nur wirklich die Daten gespeichert und verarbeitet werden, die erforderlich sind und wo es den Zweck gibt und wo der Zweck noch nicht erfüllt ist. Und man sollte halt, so gut es geht, vermeiden, personenbezogene Daten zu speichern. Wir haben eine Löschpflicht, das geht dann in die Datensparsamkeit auch mit rein. Vermeidbarkeit und Datensparsamkeit, da sprechen wir dann auch von Löschpflicht. Wir haben in Deutschland eine ziemlich strenge Löschpflicht auch, die leider nicht immer eingehalten wird. So, das hatten wir jetzt schon. Ja, vermeiden heißt, du vermeidest erstmal, dass du es überhaupt speicherst. Und Sparsamkeit heißt, du löschst sie, wenn du sie nicht mehr brauchst. So mal ganz auf einen Punkt gebracht oder in einem Satz ausgedrückt. So, ich war jetzt hier beim Verfahrensverzeichnis Punkt 4, die Zweckbestimmung. Also ich muss dann in dem Verfahrensverzeichnis genau beschreiben, welche Daten ich erhebe, also welches Datum, dass ich den Namen der Person, das Alter, ich sag mal, Alter ist ja immer nicht, in der Personalabteilung ist das Alter schon wichtig. Vielleicht die Sozialversicherungsdaten jetzt bei einer Personalerhebung, für welchen Zweck ich das mache. Das ist beim Namen natürlich meistens noch relativ selbsterklärend. Auch bei Personalabteilung ist es selbsterklärend. Sozialversicherung ist auch jedem eigentlich heutzutage klar. Da kann man dann auch googeln und dann gibt es dann schon vorgefertigte, gerade so für Personalsachen gibt es das dann schon mal, was man dann jetzt schreiben kann. Da steht dann auch, welches Gesetz das vorschreibt, dass man die Sozialversicherungsdaten erheben darf und so weiter und so fort. Man braucht ein Verfahrensverzeichnis, pro Bereich, wo man personenbezogene Daten erhebt. Also wenn man jetzt so ein Verein ist und man hat ein Mitglied und man hat Personal, dann dürfen die Mitgliedsdaten nicht die Personaldaten werden und andersrum. Also wenn jetzt die Mitarbeiterin auch noch Mitglied ist oder der Mitarbeiter. Man kann nicht einfach nur eins machen, okay, wir erheben jetzt Mitgliedsdaten, Personaldaten und so weiter, sondern man muss dann eins machen für die Mitgliedsdaten und eins für die Personaldaten. Ne, also das muss man dann schon trennen. Kundendaten auch noch, ist auch noch so ein Klassiker. Dann muss man genau beschreiben, wer und was genau da erfasst wird. Also welche Personengruppe betrifft das Ganze überhaupt? Wen erfasse ich da? Personalabteilung, Mitarbeiter, nur mal so als Beispiel. Mitgliedsverwaltung sind Mitglieder, da ist die Personengruppe einfach. Und dann die Beschreibung der diesbezüglichen Daten und Datenkategorien. Also da beschreibt man dann genau die einzelnen Daten. Oben beschreibt man den Zweck und unten beschreibt man dann die Daten. Der 6 ist, wenn ich es jetzt noch übertragen oder weiterleiten würde an einige Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
Der kommt klassischerweise in der Personalabteilung der Steuerberater rein, der dann vielleicht die Gehaltsabrechnung macht, als Beispiel. Also wenn ich die noch an irgendwen weiter rausgebe, wenn ich da noch eine Auftragsdatenverarbeitung drin habe, dann müsste ich das da reinkriegen. Dann kommt die Regelfrist der Löschung. Und das muss ich einzeln beschreiben, bitte. Ich muss mir für jedes Datum, was ich erhebe, genau überlegen, wann muss ich das löschen. Ich kann nicht einfach sagen, naja, das Steuerrecht sagt nach 10 Jahren, also lösche ich alles erst nach 10 Jahren. Das geht nicht. Die steuerrelevanten Daten darf ich erst nach 10 Jahren löschen. Handelsregister nach 6 Jahren. Aber wie ich vorhin schon sagte, das Geburtsdatum muss ich vielleicht nicht mal überhaupt abspeichern. Also ich muss da wirklich durchgehen und gucken. Das Datenschutzgesetz sagt, es muss umgehend gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist. Unzurecht, unzulässig erhobene Daten müssen sofort gelöscht werden. Und wenn der Zweck erfüllt ist, muss das Ganze auch gelöscht werden. Da kann man auch sagen, sobald die Einspruchsfrist, das ist in der Regel irgendwas bis zu 3 Jahren, vergangen ist. Aber man muss löschen. Und das ist ganz wichtig, man muss Daten löschen. Das ist genauso, wie ich einmal im Jahr, jetzt kommen meine Schwiegereltern vom Land und die machen noch ein eigenes Osterfeuer. Wir fahren da jedes Jahr hin. Das Feuer brennt auch immer schon, wenn wir ankommen und ich schmeiße dann immer meine ganzen Papierakten ins Feuer. Ja, es ist besser als jeder Aktenvernichter. Also, zumal ich dann dabei stehe und das auch noch beobachte, wie es brennt. Aber löschen ist halt wichtig und es muss gelöscht werden, es muss automatisiert. Es gibt jetzt Forschungsprojekte auch schon zur Datenvernichtung und Datenlöschung, dass Daten halt ein Haltbarkeitsdatum haben und automatisch wegfallen. Aber das ist alles halt nur erstmal universitär, weil Firmen wollen das natürlich nicht. Aber es muss gelöscht werden und es muss auch ein Backup rausgelöscht werden. Es ist nicht so, dass es dann noch ein Backup liegen ist. Löschen heißt auch wirklich löschen. Das Gesetz sagt, es darf gesperrt werden, wenn technisch nicht gelöscht werden kann. Ein Delete in der Datenbank ist immer möglich. Auch wenn ich das vielleicht nicht per PHP klicken kann, also ich kann den SQL-Befehl abfügen, ich kann ihn auch über 20 Tabellen abfügen, das ist möglich. Nicht gelöscht werden kann, das wäre jetzt die Sache mit den SSDs. Das heißt, ich lösche, soweit wie es geht, aber dann, ich kann sie halt nicht wirklich vernichten, nicht wirklich dann, bis dass der letzte Hacker da auch nicht mehr drankommt, löschen. Aber da reicht das normale Löschen. Es muss gelöscht werden. Wenn ein Gesetz eine Aufbewahrung verlangt, wie das Handelsrecht oder das Handelsgesetzbuch oder das Steuerrecht, dann muss ich die Daten sperren. Und zwar auch so sperren, dass keiner mehr drankommt, außer der Admin im Notfall, wenn der Steuerfahnder kommt. Der kann sie dann wiederherstellen, aber der normale Buchhalter darf die Daten gar nicht wiederherstellen können. So, jetzt ist Punkt 9, ist eine allgemeine Beschreibung der Maßnahmen zu Paragraph 9. Paragraph 9 sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die habe ich später nochmal drin. Punkt 1 und bis 8 müssen auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar gemacht werden. Nein. Nein, das ist ja nur, was da erhoben wird, welcher Zweck und so weiter. Was? Ja. Ja. Ja, trotzdem muss das für jedermann, weil der Verantwortliche ist ja der Verantwortliche, der kriegt ja auch im Notfall das Bußgeld. Das kriegt ja nicht die Firma das Bußgeld, oder die Firma kriegt auch das Bußgeld, aber der Verantwortliche kriegt es ja auch. Das wird... Gibt es einen Datenschutzbeauftragten, wird das durch den Datenschutzbeauftragten gemacht. Ansonsten muss der Leiter das auf anderer Weise, geeigneter Weise sicherstellen. Der Punkt 9, wie gesagt, sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sollten schon allein aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden. Die darf eigentlich niemand außer dem Admin sehen und vielleicht der Geschäftsleitung und noch 3 anderen Leuten. Wir sehen gleich auch warum. So. So, was haben wir noch? Der Beauftragte für den Datenschutz, also der Datenschutzbeauftragte, der ist schriftlich zu bestellen. Die Bestellung muss binnen eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Das heißt, wenn ich so eine Firma gründe
Also das stimmt jetzt nicht ganz. Da kommen gleich noch ein paar Einschränkungen, wann das nicht der Fall ist. Aber wenn ich jetzt so irgendwas gründe, innerhalb eines Monats brauche ich noch einen Datenschutzbeauftragten. Fallen Daten unter § 3 Absatz 9, das sind diese besonders zu schützenden Daten, dann ist unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten immer ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Da fällt das dann mit der Gesundheit drunter und auch mit der Religion. Wobei das Kirchenrecht nochmal einen eigenen Datenschutzrecht hat und das Gesundheitsrecht auch. Also so. Das Gleiche gilt, braucht auch immer einen, wenn wir wieder in der Markt- und Meinungsforschung sind. Und diese Sachen mit der anonymisierten Übermittlung, Umfragegeschichten. In den anderen Fällen, also in den meisten normalen Fällen, ist es so, ich brauche einen Datenschutzbeauftragten, wenn ich 10, also mehr als 9, steht im Gesetz, also 10 oder mehr Personen habe, die sich mit der elektronischen Datenverarbeitung personenbezogener Daten befassen oder mindestens 20 Personen, die die Daten auf Papier, Stein oder sonst wie verarbeiten. Das kann natürlich auch ein Misch sein. Ich kann auch 5 elektronisch haben und 15, die es noch auf Papier machen. Aber sobald ich 9 habe, die da elektronisch oder automatisiert, wie es so schön heißt, dann brauche ich einen Datenschutzbeauftragten. Der Beauftragte muss die erforderliche Fachkunde haben. Der arbeitet weisungsfrei. Ich kann ihn intern oder extern bestellen. Ein interner Datenschutzbeauftragter darf keinen Interessenskonflikt haben. Das heißt, er darf nicht in der Geschäftsleitung sein, er darf nicht leitender Administrator sein und so ein paar andere Sachen. Und er hat im Arbeitsschutzrecht, also so einen Datenschutzbeauftragten werde ich noch schlechter los Betriebsrat, danke. Als ein Betriebsrat, also der hat noch mehr Kündigungsschutz fast als ein Betriebsrat. Den loszuwerden ist richtig schwierig. Deswegen ist es eigentlich eher ratsam, extern zu bestellen als intern. Kann ich immer nur den Firmen raten. Wobei intern natürlich auch nett ist. Fort- und Weiterbildung müssen natürlich irgendwie ermöglicht werden. Und ihm müssen Räume und alles zur Verfügung gestellt werden, Mittel. So ein Datenschutzbeauftragter, wenn ich eine dezentrale Datenverarbeitung habe, der muss dann auch mal reisen, der muss sich das angucken, der fährt auch mal ins Rechenzentrum und guckt sich das an, wie sind eigentlich die Server da im Rechenzentrum gestellt und so weiter und so fort. Der guckt den Leuten über die Schultern. Und das darf der auch, ja? Ja. Nein, auch nicht. Es ist auch ein Interessenskonflikt. Ja, ich darf aber eine Firma bestellen, das wird sogar von den Landesdatenschutzbeauftragten teilweise gewollt, wenn es ein großes Unternehmen ist und ich wirklich viel habe oder eine große Organisation ist, dann kann das eine einzelne Person gar nicht schaffen. Und dann sagt auch irgendwann das LDI, nee, hallo, das geht jetzt nicht mehr, das kannst du nicht alleine schaffen, da müssen mindestens 2 her, die das machen oder 3. Das ist dann das, wo ich dann nicht mehr so einen Einzelunternehmer suche, mir so einen kleinen Rechtsanwalt oder ITler, der Datenschutzbeauftragter ist, sondern wo ich wirklich hingehe und eine Firma suche, die mehrere Datenschutzbeauftragte haben, die dann mich betreuen als Firma. Das gibt's auch, also irgendwann sagt das LDI auch, das habe ich schon erlebt, dass das LDI sagte, nee, das ist jetzt zu viel für dich. Als Datenschutzbeauftragter, da in dieser Organisation müssen mindestens 2 oder 3 verschiedene Herren, natürliche Personen das machen, weil das kannst du alleine gar nicht schaffen. So, als Datenschutzbeauftragter. Ja, das ist aber dann, der Datenschutzbeauftragter hat dann die Hilfspersonal. Aber es ist dann so, dass dann in der Regel Firmen beauftragt werden, die halt mehrere Mitarbeiter haben, die dann sich um Datenschutz kümmern. Ja, der Datenschutzbeauftragter ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, was so rücksichtlich so auf die Personen Betroffenen geht und die Identität der Betroffenen. Das ist sehr witzig. Ich habe mal das BFDI, also die Bundesbehörde, gebeten, ein Formular der Agentur für Arbeit zu prüfen, weil die da plötzlich personenbezogene Daten des Lebenspartners haben wollten. Und das Erste, was sie von mir wollten, war, dass ich sie von der Verschwiegenheitspflicht entbinde. Bitte unterschreiben Sie hier, dass Sie uns von der Verschwiegenheitspflicht entbinden, dass wir den Fall dann der Agentur für Arbeit mitteilen können. Für eine Formularüberprüfung brauchen Sie das nun wirklich nicht.
habe ich denen dann auch zurückgeschrieben. Sie haben dann hinterher auch das Formular geprüft. Der Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung des Datenschutzgesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Er überwacht die ordnungsgemäße Anwendung von Datenverarbeitungsprogrammen. Deswegen sagte ich, der muss mal reisen. Und er macht die Verarbeitung in der Verarbeitung tätigen Personen mit Vorschriften und Erfordernissen des Datenschutzes vertraut. Das heißt, er geht hin und schult auch mal die Mitarbeiter auf Datenschutz. Das dauert in der Regel so eine Stunde. So kenne ich das. Es ist ganz sinnvoll, das Ganze auch mal zu wiederholen. Es trifft da die Praxis natürlich, ist da so ein bisschen mit dem Gesetz nicht vereinbar. Ich kenne es so, dass Mitarbeiter während der Probezeit irgendwann mal geschult werden. Die Schulung wird auch mal wiederholt, damit das auch noch im Gedächtnis bleibt. Bei besonderen Arten ist es immer so, da schreiben auch die Landesdatenschutzbeauftragte vor, das muss so jährlich noch mal wiederholt werden. In normalen Fällen ist es nicht ganz so, aber wann es und wie oft es wiederholt wird, entscheidet auch der Datenschutzbeauftragte. Also der entscheidet, wie sensibilisiert sind die eigentlich. Also ich habe da auch schon Leute erlebt, wo ich dann sage, prima, euch brauche ich auch nicht mehr schulen, ihr habt da so viel Ahnung von. Euch kann ich dann auch so sagen, ihr seid sensibilisiert, da dauert dann so eine Schulung 5 Minuten und dann ist das durch. Bei anderen dauert es ein bisschen länger und es gibt halt auch richtig lernresistente Menschen. Ist leider so. Vorstände und Geschäftsführer brauchen die Schulung nicht, weil die sind halt durch ihre Geschäftsführer Sache rechtlich da eh schon verpflichtet. So, das Ganze, diese Schulung und so weiter, das läuft darauf hinaus, dass jeder Mitarbeiter, der mit personenbezogenen Daten zu tun hat, eine Verpflichtung auf das Datengeheimnis unterschreiben sollte. Die kann dann die Geschäftsführung aufstellen. Das geht so in einem Satz oder zwei Sätze. Ich verpflichte mich nach Paragraph 5. Also man muss da kein ganzes Buch von schreiben. Ich habe daraus auch schon ganze Bücher gesehen, die man sich da durchlesen musste und unterschreiben soll als Mitarbeiter. Man kann das aber auch mehr oder minder in einem Satz abhandeln, das Ganze. Es geht darum, dass er weiß, dass er zum Datengeheimnis verpflichtet ist und dass es auch nach Ende der Tätigkeit besteht. Und das ist auch notfalls strafrechtlich verfolgbar, wenn er da nach Ende der Tätigkeit irgendwie was ausplaudert, irgendwelche Adressen noch weitergibt oder so, dann muss er nochmal strafrechtlich verfolgt worden. In dem Fall wird dann auch noch der richtige, der registrierte, beim Amt registrierte Name und das Geburtsdatum. Das ist dafür erforderlich. So, die Rechte des Betroffenen. Jeder Betroffene hat das Recht auf Auskunft, ja? Ja, ich weiß. Sagt meine Uhr hier. 12 Minuten habe ich noch. Jeder hat das Recht auf Auskunft. Ihr habt immer ein Auskunftsrecht und ihr habt immer das Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung eurer Daten. Also Sperrung, wenn Löschung nicht, wenn das Gesetz keine Löschung erlaubt bei Steuer- oder Handelsrecht. Ihr könnt also jederzeit sagen, gebt mir mal Auskunft darüber. Vorsicht, Leute, Ticketsystem. Ich liebe es, Auskunft über Ticketsysteme zu bekommen, über meine personenbezogenen Daten. Wenn ich jetzt im Ticketsystem einen Kommentar reinschreibe, was will der Alter eigentlich von mir, der spinnt doch eh, ist das eine personenbezogene Information, die muss ich beim Auskunftsrecht mit rausgeben. Also Vorsicht, was ihr in euer Ticketsystem als Kommentare schreibt, weil im Notfall hat die Person daraus ein Auskunftsrecht. Das ist wie in einer Personalakte, da darf ich auch alles einsehen und wenn da drin steht, Mitarbeiter ist ein Arschloch, dann darf ich das auch einsehen. Das ist beim Ticketsystem genauso. Ich habe das schon erlebt im Ticketsystem, dass da ganz fiese Kommentare drin standen, zu den Kunden oder zu den Personen oder zu den Admins. Vermeidet das bitte. Weil das kriegt der Kunde im Notfall zu sehen und dann kriegt ihr Ärger mit dem Chef. Beim Auskunftsrecht, der hat ein Recht, alles einzusehen, was irgendwie mit seiner Person zu tun hat. So, dann haben wir noch die TOMs, die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die stehen im Datenschutzgesetz. Da geht es darum, das kann man sich eigentlich so merken, da geht es darum, dass irgendwie nachvollzogen werden muss im Datenschutzverstoß, wer war es? Ganz einfach. Dafür habe ich eine Zutrittszugangs- und Zugriffskontrolle. Ich erkläre das immer so. Zutritt ist der Zugang zum Raum. Wer hat denn Zutritt ins Rechenzentrum? Die meisten Server stehen ja im Rechenzentrum. Wer darf da überhaupt rein in den Raum, wo der Server steht? In der Personalabteilung ist es dann, ich gehe mal davon aus, Personalakten liegen gerne noch auf Papier rum, ist es der Zutritt zu dem Raum, von der wo die Personalakten liegen. Zugang
sind, wer hat Zugang zu der Maschine, Rootrechte? Welcher Admin darf da drauf zugreifen? Zum Beispiel, ne, der Zugang zur Maschine an sich. In der Personalabteilung wäre das dann der Zugang zum Schrank, wo die Personalakten liegen. Und der Zugriff ist dann die Webanwendung. Wer darf da drauf zugreifen auf die Daten? Das ist dann in der Personalabteilung, wer darf in die Akte reinsehen und wer darf sie verändern. Vorsicht bei Personalakten, es ist immer geschickt, dass der Personalmitarbeiter, der die Personalakten verwaltet, nicht seine eigene Personalakte verwaltet. Das ist aber ein Selbstschutz, weil sonst kann ihm vorgeworfen werden, er hätte seine eigene Personalakte verändert. Deswegen liegt die immer woanders. Dann Weitergabe, Eingabe und Auftragskontrolle. Das heißt, ich muss es kontrollieren, dann muss es eine Zutrittskontrolle geben. Die hat man im Rechenzentrum in der Regel aber auch. Das kann aber auch sein, dass man einfach die Zutrittskontrolle dadurch macht, wer hat überhaupt einen Schlüssel dafür. Aber in der Regel hat man ja irgendwie auch Protokolle im Hintergrund laufen, wer da überhaupt drin war. Jeder hat einen eigenen Zugangscode, das ist ja heute schon so. Bei Rootrechten ist das auch so eine Geschichte, da muss man ein bisschen darauf achten, dass man das nachvollziehen kann. Und Zugriffsrechte, da gibt es dann auch Logfiles zu. Weitergabekontrolle, da geht es um TLS und SSL und wie ist der Transport der Daten? Der muss nach dem aktuellen Stand der Verschlüsselung sein. Wie gesagt, TLS, SSL, was? Was? Ja, aber während der Übertragung. Dass während der Übertragung kein Dritter drauf sehen kann. Genau, ja, auch, genau. Und dann muss es noch dazu hinaus, noch ob es verschlüsselt war. Die Eingabekontrolle ist, wer hat was wie geändert. Auftragskontrolle ist halt das, was ich vorhin schon mal sagte. Der Auftraggeber muss den Auftragnehmer da entsprechend kontrollieren, dass der das nur in Weisung des nach Weisung des Auftraggebers macht. Verfügbarkeitskontrolle, da reden wir über Backups und was passiert, wenn die Daten zerstört werden. Und dann am Ende muss noch gewährleistet werden, dass die Daten nicht zweckentfremdet werden. Also dass ich Daten, die ich jetzt, das passiert in manchen Firmen, da bin ich vielleicht Kunde und Mitarbeiter, dass meine Personaldaten, dass dafür zwei verschiedene Datensätze angelegt werden, nämlich einmal die als Kunde, einmal die als Personal und dass ich die auch anschließend getrennt noch verarbeiten kann. Also, dass ich keine Zweckentfremdung mache im Grunde. So, wo bin ich jetzt drauf gekommen? Löschpflicht, Daten sind zu löschen, wenn sie unzulässig gespeichert oder deren Richtigkeit nicht bewiesen werden kann, ist auch, deren Richtigkeit nicht bewiesen werden kann, ist auch noch sowas. Wenn der Zweck erfüllt ist, wenn die Aufbewahrungsfrist aus anderen Gesetzen abgelaufen ist, dann müssen sie auf alle Fälle gelöscht werden. Es gibt amerikanische Systeme, da kann ich Daten auch nur ganz schwer, da ist es echt mit dem Delete aus der Datenbank, da muss ich schon Datenbankahnung haben, die rauszulöschen. Das liegt am amerikanischen Recht, weil die haben genau sind da genau kontra gegen uns. Die wollen immer alles aufbewahren. Da muss ich halt notfalls gucken, dass ich andere Tools verwende, wenn mir das zu kompliziert ist. Ticketsysteme gibt es da solche und solche zum Beispiel. Was? Wenn du nicht weißt, ob ich am 5. April oder am 31. Januar geboren bin, dann Pech, ja. Dann kannst du es löschen. Oder wenn du mich als Mitglied oder wenn du mich als Mitarbeiter irgendwo gespeichert hast und du weißt nicht sicher, ob ich da wirklich arbeite. Ja, aber es gibt so Sachen, wenn du online irgendwie, was weiß ich, werde Mitglied, hier ist das Mitgliedsformular. Und dann stellst du hinterher fest, naja, das hat ein anderer ausgefüllt. Gibt es auch zum Beispiel. Ich kann sagen, die Daten müssen schriftlich erhoben werden. Ein Internetformular, wie das denn? Nein, der Betroffene muss schriftlich einwilligen, wenn es Daten sind, die nicht zu den Geschäftszeiten zwingend erforderlich sind. So ein Internetformular gilt durchaus erstmal, ja. Ja, genau. Ja, aber ich muss trotzdem prüfen, ob der auch wirklich die Person selber war, die es ausgefüllt hat. Das merke ich spätestens meistens in der Kontonummer oder ähnliches, ne, wenn die dann widersprochen wird.
Sag mal, du füllst für mich ein Formular aus, trägst mich irgendwo bei der AfD ein als Mitglied und ich kriege plötzlich Abbuchungen von der AfD und hab dann weiß das davon gar nichts. Dann beschwere ich mich bei der AfD und dann müssen die das umgehend löschen, weil sie konnten ja nicht die Richtigkeit. Ja, anders kannst du ja nicht reagieren. Ja. Ja, aber du kannst es ja, musst erstmal gut Glauben machen. Na, also irgendwann kriegst du es ja mit, dass es nicht richtig ist. Und dann musst du es löschen. Also na, nur weil ich jetzt, weil jetzt irgendwer hat jetzt für mich irgendwas bestellt bei Beate Uhse, dann, ja, wenn das dann rauskommt, müssen es löschen, ja? Ja? Ach so, ja, ich dachte, das war eine Meldung. Ich bin auch durch so ziemlich. So, das war die Löschpflicht, genau. Ich habe mir mal so ein paar Sachen zur Diskussion eigentlich noch gehabt. Geburtsdatum zum Zweck der Altersüberprüfung. Das Geburtsdatum kann man in vielen Fällen speichern. Die Prüfziffer auf Kreditkarten, da gibt es ein Gesetz für, die darf in keinem Fall gespeichert werden. Solltet ihr wissen, ich habe das nämlich schon erlebt, ich habe die schon in Datenbanken gefunden, die darf nicht abgespeichert werden. Der Sinn dieser Prüfziffer, da könnt ihr euch dann selber drüber Gedanken machen. E-Mail-Adresse bei Software-Downloads, das ist sehr witzig, wenn ihr mal einen Proxy habt oder im Ausland seid und ihr wollt mal einen AcrobatReader oder ähnliches runterladen, da sieht die Seite anders aus. Darfst du aber nicht speichern. Ja, aber du darfst sie nicht speichern. Das ist ganz witzig. E-Mail-Adresse, es ist ganz egal was. Ihr kennt das vielleicht, dass Softwareanbieter gerne mal, gerade auch im Open Source, wenn eine Firma hintersteckt, die wollen eure Seele haben und da steht dann irgendwo ganz klein in der Ecke Download, ohne das Formular auszufüllen. Das gibt es ganz häufig nur in Deutschland. In anderen Ländern muss man sich da durchqueren und das Formular ausfüllen. Das ist immer sehr witzig, wenn man dann mal so ein Proxy hat und von England aus auf die Webseite geht. Adobe macht das, die halt unterschiedliche Webseiten zum Download für die Software, weil es halt in Deutschland verboten ist, das Ganze einzuholen, aber in anderen Ländern nicht. Und in anderen Ländern nutzen sie das auch schamlos aus. Und da muss man dann alle Daten eingeben. Die Kopie des Personalausweises, da gibt es ein Personalausweisgesetz für, das sagt ganz genau, dass eigentlich nur staatliche Stellen den Personalausweis wirklich einsehen dürfen. Ich muss halt irgendwie anders nachweisen, dass es die Person ist, die ich meine. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ich den Personalausweis auch gar nicht brauche, weil wenn man mich als Person kennt, dann weiß man, ah, das Gesicht ist das und das ist egal, was ich dahinter speichere. Hauptsache, ich weiß, wer es ist. Und ist natürlich bei Geschäftssachen noch eine andere Geschichte. So. Und Kommentare zu Personen im Ticketsystem hatte ich schon gesagt, die müssen im Notfall sein. Das war eigentlich... Ja. Normalerweise, ich weiß jetzt gar nicht, wie es beim Personalausweis ist, aber 17-Jährige haben noch keinen. Ah nee, 16-Jährige haben noch keinen, so war das. Also irgendwie unter 16. Das ist halt... Ist auch ein Beweis, ja. Das ist halt immer schwierig, das kannst du einen Schülerausweis zeigen lassen. Zum Beispiel. Er muss ja nur nachweisen, dass er noch keine 18 ist, ne? Und wenn ihr dir einen Schülerausweis zeigen lässt, reicht das ja auch, oder einen Führerschein oder ähnliches. Führerschein ist auch lustig bei uns. Ja? Ja, es gibt auch noch einen ganz alten. Was wolltest du? Nein. Also das dürfen höchstens Behörden mal machen, Kopien von Personalausweis. Dürfen Banken, weiß ich jetzt nicht. Ja. Ja. Ich glaube, Telekommunikation darf auch. Da gibt es auch irgendwie was. Also das. Ja, ja, Telekommunikation war auch noch was, ja? Nee, gegen das Personalausweisgesetz. nicht gegen das Datenschutzgesetz.
Du brauchst doch nur den Namen und alles, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Kontonummer, was auch immer. Du musst ja nicht... Was? Nee. Also sie brauchen ihn dir nicht zeigen, sie können ja auch irgendwas anderes zeigen. Sie können ja auch einen Lichtbildausweis von Digitalcourage zeigen oder ähnliches oder ihren Führerschein oder was auch immer. Wenn du natürlich Geld von ihr irgendwie SEPA oder Geschäfte, du solltest irgendwo sicher sein, dass sie dann notfalls auch noch, wenn du wirklich Geld von ihr willst, dass du, wenn du eine Mahnung schreibst und dann Anwalt draufsetzt, eventuell, dass du die Zahlung dann auch noch kriegst. Also das hatte ich bei Digitalcourage, da rief dann einer an, ja, ich habe da einen Geschäftsvertrag gemacht, ich habe dem was verkauft, der hat mir das Geld nicht gegeben und er hat einen Lichtbildausweis von Digitalcourage, da passt so nicht mal der Name. Oder irgend sowas war da. Nee, ich weiß nicht, der Name stand drauf, der Wohnort passte nicht, ich wette, der Name passt da auch nicht. Ja, wenn ich natürlich so einen Geschäftsvertrag mache, da sollte ich schon die Identität irgendwie anders prüfen. Oder ich würde die Ware nicht rausgeben, bevor ich nicht das Geld hätte oder ähnliches. Also das ist so eine Geschichte für sich.